Herzlich willkommen, Pietro. Schön, dass du mein zweites Mal zu uns gekommen bist. Wer hätte das gedacht? Ja. Und ich finde, wir sind auch beide kaum gealtert. Du bist echt fresh. Ja, entschuldige, du bist auch fresh, wenn man das so sagt. Aber ich bin ein bisschen älter geworden. Naja, reifer, ja, glaube ich. Das auch, definitiv, ja. Du wirst an diesem Song keinen Cent verdienen, um das nochmal klar zu sagen. Wo geht das Geld hin? Du willst spenden? Ja, ich werde es splitten. Die Hälfte geht an herzkranke Kinder und die Hälfte geht an krebskranke Kinder. Und ich glaube, wir sollten alle was Gutes tun. Und somit ins neue Jahr zu starten, ist, glaube ich, ein guter Anfang. Und wir haben ja gehört, dass das für dich auch eine Herzensangelegenheit ist. Ja. Damals, als Alessio auf die Welt kam, sagst du, ihr habt auf diesen erlösenden ersten Schrei gewartet, ja, und dann kam der nicht. Wie lebensbedrohlich war das damals für Alessio? Wie schwer war diese Erkrankung? Ja, es war schon echt eine harte Zeit. Wir wussten von nichts. So, wir wurden ins kalte Wasser geschmissen. Und ich glaube, man wünscht es niemandem auf dieser Welt. Es war ein sehr, sehr schlimmer Moment. Aber ich bin ein positiver Mensch. Ich sehe Alessio jetzt lachen. Und das ist das, was mich glücklich macht. Aber die Geschichte steckt halt hinter der Idee, jetzt auch einen Charity-Song zu machen. Selbst Sarah hat auf Facebook Werbung für diesen neuen Song gemacht. Ja. Hat auch Herzchen und Smiley dazu gesetzt und geschrieben, ich habe den Song selbst auch schon gekauft. Und das Bittere ist, wenn man dann in die Kommentare drunter schaut, trotzdem ganz viel Häme, ganz viel Hass für Sarah. Hast du inzwischen auch sowas wie Mitleid für sie? Oder ist ja, das zu viel verlangt? Ich glaube auch, irgendwann ist gut. Man sollte auch damit jetzt aufhören, weil jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, egal auf welche Art und Weise. Auch Sarah, jeder Mensch macht Fehler. So, ich wahrscheinlich auch, vielleicht kleinere, aber ich mache auch welche. Und ja, ist auch nicht irgendwann später, im Internet bleibt alles, wie wird das lesen. Und ich glaube, es ist nicht schön für ein Kind, wenn man liest, wie seine Mama beleidigt wird. So, also nochmal alle, lasst sie in Ruhe einfach. Also ein Stichwort, über das ich auch nachgedacht habe, Alessio wird das lesen. Also ihr, ja, habt jetzt wochenlang wirklich die Schlagzeilen dominiert. Ne? Man hat das Radio angemacht, jeder hat den letzten Tratsch erzählt. Ja. Comedy-Shows, da gab es Witze auf eure Kosten. Kein Tag, wo in der Klatschpresse nicht Sarah und Pietro Thema waren. Wenn in 15 Jahren Alessio irgendwann mal seinen Nachnamen googelt, wie wirst du ihm das alles erklären? Ich glaube, es wird ganz, ganz schwer, aber man muss es halt, ich habe mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Ich hoffe, dass es in 15 Jahren diese ganzen Portale gar nicht mehr gibt. Und, aber ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich glaube, man muss es ihnen irgendwie normal versuchen mal zu erklären, ohne dass man das Internet mit einbezieht. Und ja, jetzt soll er erstmal älter werden. Ihr habt natürlich diese Maschine auch selber befeuert. Ne? Ihr habt über Jahre die Doku-Soap gedreht, im Grunde keinen Tag ohne Kamerateam verbracht. Jeder Schritt war dokumentiert, auch jeder erste Schritt von Alessio war Thema im Fernsehen. War das im Nachhinein ein Pakt mit dem Teufel? Würdest du es anders machen, rückblickend? Ich glaube, es ist für uns war es so, wir wollten nicht nur nehmen, sondern wir wollten auch was geben. Und die Fans sind alles für uns gewesen. So haben wir unsere Fans an unserem Leben teilhaben lassen. Und ja, so wie schöne Sachen, macht, genau. Man kann sich nicht aussuchen, wer reinspaziert. Ne? Das stimmt, aber so wie man die schönen Sachen erzählt, sollte man auch das Ende erzählen. Und das waren wir schuldig, das haben wir getan und somit ist jetzt zu Ende und jeder geht seine Wege. Für mich ist wichtig, dass Alessio eine gute Mama hat. Das hat er mit Sarah, was da passiert ist, das ist unwichtig. Das ist das, was zählt. Gute Mama, das ist sie und das ist für mich wichtig. Wie hast du Weihnachten gefeiert? gute Frage. Ich habe den Kleinen am 24. vormittags gehabt. Wir haben so eine kleine Bescherung gemacht. Es war auch schön. Und den 25. habe ich der Grinch geguckt. Alleine. Und am 26. war ich in Karlsruhe bei meinen Freunden und Familie. So, es war doch schön. Aber wenn ich es richtig verstehe, Heiligabend war eine relativ einsame Angelegenheit. Also als Alessio dann weg war, war es natürlich einsam, aber ich bin da nicht so leidtragend, dass ich sage, ich habe mich für diesen Schritt entschieden. Ich habe gesagt, ich möchte alleine sein und dann kann ich nicht am Ende rumheulen. Du hast dich ja auch schon viel früher, 2011, nach dem Sieg bei DSDS, nachdem du mit Sarah zusammenkamst, ja auch entschieden, mit der Familie den Kontakt auf Null zu fahren, also mit deiner eigenen Familie. Wäre das jetzt nicht an der Zeit oder war Weihnachten nicht ein Anlass, mal zu sagen, man nimmt den Draht mal wieder auf und
Dein Vater hat der Presse gesagt, die Tür stand immer offen. Ja, also da ist schon bei mir intern viel passiert. Das müssen wir heute nicht hier reden, aber da ist auf jeden Fall schon was passiert. Gut, würde ich dir wünschen, dass da was passiert. Jetzt, vorläufig lebst du erstmal in der Männer-WG, ist das richtig? Ich? Ja? Was für eine Männer-WG? Mit deinem Kumpel oder wo lebst du jetzt gerade? Ich meine, das gemeinsam mit Sarah, das ist ja nicht. Nee, ich habe eine vorübergehende Wohnung, die ist mobilisiert und da fühle ich mich ganz wohl drin, aber jetzt muss ich ja mir auch langsam was Festes suchen. Und ja. Was Festes zum Wohnen erstmal? Ja, also nee, keine Frau. Ja, keine Frauen, Schatz. Keine Frau, was Festes zum Wohnen. Gut, also wir leiten alles weiter, was kommt, aber Sie haben es selber gehört. Pietro Lombardi singt heute noch live bei uns im Studio. Ja, ich bin sehr aufgeregt. Seinen großen Charity-Song, Mein Herz. Und ich bin sicher, die Fans von Sarah, vor allem die Fans von Pietro, werden viele, viele Fragen haben. Die können Sie jetzt auch stellen. Und zwar in unserem Facebook-Live-Chat. Genau. Startet sogleich auf unserer Facebook-Seite. Wie Sie da hinkommen, steht, bin ich sicher, auch auf sterntv.de. Sie dürfen alles fragen, ob er alles beantwortet, weiß ich nicht. Aber das lasse ich deine Sache. Wir sehen uns später in der Sendung auf zum Live-Auftritt. Jetzt geht es erstmal in den Chat. Ganz großen Dank fürs Hiersein. Pietro Lombardi. Dankeschön.